Kamera läuft. Kleiner Location-Wechsel, weil drin ist ja doch irgendwie ein bisschen langweilig auf die Dauer. Also, hey Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video geht es darum, wie du die Angst vor der Kamera ablegen kannst. Oder zumindest, wie es dieses unangenehme Gefühl ein bisschen angenehmer gestalten kannst. Und ich habe dir einfach mal ein paar Tipps mitgebracht, wie mir es damals gelungen ist, zumindest es ein bisschen erträglicher zu machen. Ich sage nicht, dass es heute immer noch oder beziehungsweise, dass es heute wirklich gut ist, immer vor der Kamera zu sprechen oder mit der Kamera zu sprechen quasi, aber zumindest fällt es mir ja wesentlich leichter als ganz zum Anfang. Und ja, wenn euch diese Tipps gefallen sollten, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben da lasst. Aber jetzt geht's erstmal los mit den Tipps. Also, let's go. Tipp Nummer 1 ist Perfektionismus ablegen. Und ich glaube, das größte Problem ist einfach, vor der Kamera zu sprechen, ist einfach die Angst vor der Meinung der anderen. Das heißt, man malt sich irgendwie die schlimmsten Dinge im Kopf aus, wenn die anderen, was die anderen über einen denken können, so von wegen, was hat der an? Guck mal, der hat einen Sprachfehler, jetzt machen sich alle über einen lustig. Einfach diese Angst, zum Beispiel auch den eigenen Ansprüchen nicht gerecht zu werden, weil man es einfach zu perfekt machen will. Der Tipp an der Stelle lautet einfach, es nicht zu perfekt machen zu wollen, sondern es auch einfach so zu nehmen, wie es halt nun mal kommt. Nur dann wird es auch echt und authentisch sein und dann auch gut werden. Wenn wir jetzt davon sprechen, einen Video-Workshop für Geld zum Beispiel anzubieten, dann können wir auf jeden Fall darüber reden, dass der Video-Workshop so High-Quality-mäßig wie möglich aufgenommen werden sollte. Aber so hast du doch absolut gar nichts zu verlieren. Deswegen einfach nur raushauen. Und zum Beispiel die meisten Menschen, die freuen sich auch eher darüber, Leuten zu folgen, die auch nicht perfekt sind. Also die halt einfach auch eine kleine Macken haben, irgendwie einen Akzent haben oder sonst irgendwas, auch nicht den perfektesten On-Point-Style haben oder was auch immer. Und deswegen einfach echt sein, authentisch sein und halt einfach raushauen und Spaß haben. Tipp Nummer 2 ist Ego beiseite schieben. So, was meine ich damit? Warum machst du Videos? Machst du Videos, damit du die später nochmal angucken kannst und dich selber abfeiern kannst, wie toll du aussiehst oder was du für ein geiles Outfit anhattest? Nee, eigentlich nicht, oder? Du machst doch eher die Videos für die Leute, die dir folgen. Und zwar den Leuten, die deine Tipps einfach gerne in Empfang nehmen und die von dir lernen möchten beispielsweise. Und ich glaube einfach bei dem Video-Making oder bei der Zu-Kamera-Sprechen, da ist einfach so, dass wir das Thema einfach zu krass, zu viel überdenken, was alles Schlimmes passieren kann. Der Tipp sollte einfach hier lauten, sich mehr auf den Mehrwert für die Zuschauer zu konzentrieren. Das heißt, was mir auf jeden Fall immer sehr viel hilft, ist, dass ich versuche, meinen Leuten, die mir zuschauen, immer so viel Mehrwert an die Hand zu geben, dass wenn die mein Video zum Beispiel beenden, sich einfach denken, oh, das hat sich wieder gelohnt, diese Zeit jetzt hier zu investieren. Und mit dem Gedanken daran, einfach diese Videos aufzunehmen, ist einfach, fällt es mir viel, viel leichter, irgendwie frei zu sprechen oder den Leuten halt Tipps an die Hand zu geben, irgendwas zu erklären und einfach versuchen, ja, irgendwie was Bleibendes zu hinterlassen bei den Leuten. Und das Thema Ego wird uns sowieso ein ganzes Leben lang begleiten. Und anstatt immer alles auf sich zu beziehen und was mir alles immer Schlechtes passieren könnte, einfach diesen Fokus einfach versuchen umzudrehen und sich auf die Leute und auf den Mehrwert zu konzentrieren. Und diese Inhalte so geil wie möglich halt irgendwie rüberzubringen, aufzubereiten, damit die Leute einfach mit einem guten Gefühl nach Hause gehen können oder dein Video beenden können und du einfach ja, mit dem guten Gefühl dieses Video veröffentlichen kannst. Alter, wie laut kann ein Vogel denn bitte sein? Tipp Nummer 3 ist Routine, Routine, Routine. Umso mehr Wiederholungen und Routinen man einfach durchführt, umso selbstbewusster wird man auch und desto besser werden auch einfach die Ergebnisse werden. Und die größte Weiterentwicklung liegt nun mal einfach außerhalb der Komfortzone. Das heißt, umso mehr Erfahrung man einfach macht außerhalb der Komfortzone, wenn man irgendwas Neues ausprobiert beispielsweise, umso mehr wächst man auch einfach persönlich und strahlt das letztendlich auch in seinen Videos aus. Und jetzt mal ohne Quatsch, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie unangenehm es mir war, am Anfang beispielsweise YouTube zu starten oder halt vor mit dem Handy zu sprechen. Einfach sein Handy rauszunehmen, sich das vors Gesicht zu halten und dann irgendwie eine Insta-Story zu basteln, indem man irgendwie 10 Sekunden lang die ganze Zeit sein Gesicht vor seinem Gesicht halt hat. Das ist einfach so ein komisches Gefühl am Anfang gewesen. Und dadurch, dass man einfach Routine reinbringt, wird es halt einfach irgendwann angenehmer, das Handy halt irgendwie rauszuholen. Man weiß ganz grob, was man sagen will, drückt einfach auf Record und spricht halt zu dem Handy. Und baut halt irgendwie dann eine coole Geschichte. Und damit die Leute auch ein bisschen Spaß haben dabei, dir zuzugucken bei dem, was du halt machst.
Tipp Nummer 4 ist, gut vorbereiten. Eine gute Vorbereitung ist einfach immer noch das A und O. Mir fällt es zum Beispiel immer noch sehr, sehr schwer, einfach frei über ein Thema zu sprechen, wenn ich mich nicht vorher gut vorbereitet habe und weiß, welche Message ich zum Beispiel rüberbringen will. Was mir an dieser Stelle halt auch extrem hilft, und das ist auch der Tipp, den ich euch mitgeben will, einfach das, was ihr sagen wollt, in Stichpunkten zusammenfassen und einfach versuchen, irgendwie daraus einen ganzen Satz zu bilden und einfach ein bisschen in den Flow zu kommen. Früher beispielsweise bei Schulpräsentationen wurdet ihr ja auch mehr oder weniger gezwungen, Präsentationen vorzubereiten. Und da war es ja genauso. Ne? Letztendlich hat man sich irgendwelche Stichpunkte aufgeschrieben, hat sich eventuell vor den Spiegel gestellt und einfach versucht, das frei vorzutragen. Deswegen einfach nochmal hier zusammenfassend, baut das, was ihr sagen wollt, einfach als Stichpunkte auf. Ich habe das jetzt zum Beispiel vor diesem Video auf dem Rechner gemacht, habe mir das aufs Handy gezogen, sodass ich immer wieder ein bisschen nachgucken kann, was ich eigentlich sagen wollte. Und baue aus den Präsentationen, baue aus den Stichpunkten, die ich mir gemacht habe, eigentliche Sätze und präsentiere die dann einfach letztendlich zur Kamera. Tipp Nummer 5 ist, sei du selbst. Das bedeutet erstens, schlüpfe nicht in irgendeine Rolle, nur weil jetzt eine Kamera vor dir steht. Und zweitens, rede nicht über die Dinge, wo du keine Ahnung drüber hast, sondern nur über die Dinge, wo du auch wirklich Bescheid weißt drüber. Was mir einfach extrem dabei hilft, ist einfach mir vorzustellen, wie als wenn eine Person mir gegenüber sitzen würde, wenn ich jetzt zur Kamera spreche, und die Person mir eine Frage gestellt hat und jetzt irgendwie auf meine Antwort wartet. Das heißt, ich bin jetzt in der Situation, dass ich jemandem etwas erklären kann, irgendwie über ein Thema, was mich sehr begeistert hat, und einfach mit Freude ihm etwas an die Hand geben kann, was er jetzt benutzen kann und damit arbeiten kann. Wenn mir jetzt beispielsweise einer eine Frage über Fotografie oder IT zum Beispiel stellt, dann weiß ich ganz genau, okay, da habe ich eigentlich viel Erfahrung und kann demjenigen, wenn er zum Beispiel eine Frage hat, ihm auch wirklich weiterhelfen mit irgendwelchen coolen Tipps oder einfach Dingen, wie ich die Sache angehen würde zum Beispiel. Und wenn es wieder zu dem Punkt kommt, dass ihr zum Beispiel irgendwie was vorbereiten müsst oder eine Präsentation halten müsst über ein Thema, wo ihr noch nicht so viel Bescheid wisst, dann kommen wir wieder zum vierten Punkt, zum Punkt Vorbereitung, wo ihr dann einfach euch mal ein bisschen hinsetzen müsst, euch in ein Thema einarbeiten müsst, um einfach ein bisschen Background dazu bekommen, ein paar Informationen sammeln müsst, recherchieren müsst, um einfach ein bisschen Plan zu haben und ja, mit ein bisschen Überzeugung an die Sache ranzugehen, euch wieder Stichpunkte zu machen und einfach, ja, dass die Kernmessage wieder, die ihr rüberbringen wollt, einfach perfekt zu präsentieren. Krass, jetzt bin ich hier schon so abgelegen, dass hier sogar Rehe vorbeilaufen. So, und das war's mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Und ich glaube, so der letzte Punkt, die Kernaussage, sei du selbst, das fasst das Video eigentlich perfekt zusammen, wenn es um ja, das Echte und Authentische vor der Kamera geht oder auch einfach die Angst zu verlieren, vor der Kamera zu sein. Ich denke auch einfach langfristig, wenn man irgendwie zum Beispiel an Partner oder Kooperationen herantreten will, da bringt es nichts, irgendwie eine Rolle zu schlüpfen, die ihr einfach nicht seid. Wenn du dann mit den Leuten irgendwie in Kontakt bist und die sehen dann, ey, der ist ja ganz anders, als wenn der vor der Kamera steht, das schadet euch eher, als es euch was Gutes bringt. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Daher nochmal abschließend, wenn euch das Video gefallen hat, was ich sehr hoffe, und euch die Tipps gefallen haben, dann würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten abonniert den Kanal gerne, um keine neuen Videos mehr zu verpassen. Und wir sehen uns dann hoffentlich bald in einem neuen Video. Bis dahin, macht's gut und ciao.